Hat Katja Kipping von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Haushaltsentwurf verrät, Schwarz-Rot hat nicht vor, die großen sozialen Baustellen anzugehen. Dieser Entwurf ist blind gegenüber den sozialen Nöten in diesem Land. Nehmen wir nur die Hartz-IV-Regelsätze. Diesem Haushaltsentwurf zufolge ist kein Spielraum für eine wirkliche Erhöhung des soziokulturellen Existenzminimums. Und dabei ist die Berechnung der Regelsätze, die bisherige Berechnung, eine Farce. Da werden die Ausgaben der ärmsten Menschen statistisch festgehalten, ohne zu schauen, ob nicht bereits die Ärmsten in diesem Land, ob es nicht diesen Ärmsten mangelt an Lebensnotwendigen. Und von den so ermittelten Ausgaben ziehen Sie dann noch mal locker 30% ab. Und das soll dann das Existenzminimum sein. Wir meinen, das kann so nicht weitergehen. Hier muss deutlich mehr Geld eingeplant werden. Kommen wir zu den Hartz-IV-Sanktionen. Als Linke haben wir hier eine klare Position. Das Hartz-IV-Sanktionssystem gehört abgeschafft und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt. Denn beim soziokulturellen Existenzminimum handelt es sich um ein soziales Grundrecht, und Grundrechte kürzt man nicht. Das ist einfach unanständig. Seit vielen Wochen befindet sich nun der Erwerbslosenaktivist Ralf Böß im Sanktionshungern. Das heißt, infolge einer 100-prozentigen Sanktion hat er sich entschieden, nichts mehr zu essen zu sich zu nehmen. Das ist seine Art, um gegen die Hartz-IV-Sanktionen zu protestieren. Ich finde es erschreckend, dass jemand zu solch drastischen Maßnahmen greift oder greifen muss. Ich habe ihn besucht, mich länger mit ihm unterhalten und ihn sehr inständig darum gebeten, seinen Sanktionshungern zu beenden. Und ich habe in diesem Zusammenhang eine Bitte an Sie, Frau Nahles. Bitte suchen Sie das direkte Gespräch mit Ralf Böß. Es geht hier um ein Menschenleben, und da darf man als zuständige Ministerin nichts, aber auch nichts unversucht lassen, um dieses zu retten. Wir befinden uns in der Mitte der Wahlperiode. In 2 Jahren sind Bundestagswahlen. Es ist also Zeit für eine Zwischenbilanz. Wo stehen wir sozialpolitisch? Zum einen gibt es Armut in diesem Land. Und diese Armut bedeutet für viele Leute, dass sie wirklich unter materieller Unterversorgung leiden. 60% der Armutsgefährdeten können sich mit ihrer Familie nicht mal eine Woche Urlaub hier im Land leisten. 25% der Armutsgefährdeten können sich nur jeden zweiten Tag eine warme, vollwertige Mahlzeit leisten. Und deswegen ist Armut eben nicht einfach eine relative Größe, wie Sie, Frau Nahles, uns weismachen wollen. Armut ist für viele Menschen in diesem Land eine reale Belastung. Und deswegen muss man etwas dagegen unternehmen. Wir schlagen dazu als Linke eine solidarische Mindestrente, eine sanktionsfreie Mindestsicherung und eine ordentliche Kindergrundsicherung vor. In dieser Bilanz fällt auch negativ zu Buche, dass soziale Grundrechte verwehrt werden durch Sanktionen und niedrige Regelsätze. Über die Versäumnisse im Bereich der Arbeitsmarktpolitik wird noch meine Kollegin Zimmermann reden. In der Erwerbsarbeitswelt, muss man sagen, sind besonders Frauen und junge Menschen betroffen von prekären und unsicheren Arbeitsverhältnissen. So ist beispielsweise bei Neueinstellungen jeder zweite Vertrag befristet. Und wir haben eine soziale Spaltung in diesem Land. Die reichsten 10% schwimmen im Reichtum. Die haben im Durchschnitt mehr als 1 Million, jeder. Die ärmsten 10% haben nichts als ihre Schulden. Und ich finde, diese Erkenntnis schreit nach Umverteilung von oben nach unten. Und es macht mich wütend zu sehen, dass Sie von der SPD und Sie von der CDU sich so dermaßen der Umverteilung von oben nach unten verweigern. Um es zusammenzufassen: Unterlassung beim Durchsetzen von sozialen Grundrechten, Untätigkeit beim Kampf gegen Armut. Diese Bilanz ist beschämend. Frau Nahles, Sie haben noch 2 Jahre Zeit. Nutzen Sie sie. Es gibt viel zu tun in diesem Land für soziale Grundrechte und gegen Armut. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächstes